Hallo alle miteinander, ich hätte hier ein kleines Päckchen, das bereits gestern angekommen ist. Weiß ungefähr, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, was drin ist und freue mich deshalb ungemein, ja, dass wir das gemeinsam auspacken. Deshalb sollten wir auch direkt starten. Alice Academy. Das fängt schon mal sehr gut an. Einer meiner liebsten Reihen. Kann ich nur herzlich und wärmstens weiterempfehlen. Geht es hier auch weiter um Alice Academy? Ich weiß es nicht. Ich finde es ganz ulkig, dass man das jetzt extra benutzt hat. Ich weiß nicht, aus welchem Magazin, ja, um es zu verpacken. Und hier hätten wir Vampire Knight, Kaname und Yuki. Ich freue mich. Ich freue mich so unsagbar. Ihr glaubt es mir nicht. Der einzige Manga, der mir noch gefehlt hat. Und ich habe ihn endlich. Sogar zu einem humanen Preis. Okay. Ich fand jetzt nicht, dass es so billig war, vergleichsweise, aber dafür habe ich nur 15 Euro, ja, bieten müssen. Ich freue mich so sehr. Einfach weil der sonst um die 30 bis 40 Euro kostet. Die Reihe ist jetzt eigentlich recht vergriffen, beziehungsweise einige Bände. Und an den letzten Band kam ich nicht wirklich. Das ist der Abschlussband. Deshalb, ich freue mich gerade so sehr. Ich habe die komplette Reihe seit heute und ja. Wir haben nicht so viele Sports-Manga bei uns im Deutschen. Allgemein gibt es jetzt auch nicht so viele populäre, aber The Prince of Tennis ist toll. Und es gibt jetzt auch eine Real-Life-Verfilmung oder war es eine Serie tatsächlich? Ich bin mir nicht sicher. Den möchte ich vielleicht auch mal anfangen. Auf jeden Fall war es das schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.